Was lief schief im Leben von Ursula von der Leyen? Guten Tag, Soldatinnen und Soldaten. Guten Tag, Frau Ministerin. Spurensuche in ihrer Kindheit. Guten Tag, Spielkameraden. Guten Tag, Uschi. So, heute schießen wir mal mit Opas Jagdgewehr. Ist das überhaupt erlaubt? Ist doch egal. Das Gewehr schießt so schief, den triffst du eh nicht. Wer war das? Man könnte auch fragen, wer trägt hier die Gesamtverantwortung, muss man aber nicht, er war's. Damals hat die kleine Ursula zwei Dinge gelernt. Erstens, wie man die Folgen der eigenen Führungsschwäche auf andere abwälzt. Und zweitens, dass man vor wichtigen Entscheidungen lieber noch mal jemanden fragen sollte. Leider hat sie dieses beraten werden wollen dann völlig übertrieben. Ja, sage mal, wo sind wir denn hier? Ja, sage mal, wo sind wir denn hier? Wir haben 8 Tortenstücke, wir sind aber nur 3 Kinder. Das geht ja gar nicht auf. Naja, wir könnten ja... Nein, nein, nein. Dafür brauchen wir externe Beratung. Onkel Gustav? So, Kinder, nach Erstellung eines detaillierten Tortendiagramms bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder von euch ein Tortenstück bekommt. Und was ist mit den restlichen 5? Die sind mein Beraterhonorar. Und selbst als dann alles immer teurer wurde, konnte Ursula ihre pathologische Beraterabhängigkeit nicht überwinden. Wow! Wow! Tolles Fahrrad! Obwohl, soll ich mir das kaufen, Onkel Gustav? Nein, nein. Du solltest lieber für wahnsinnig viel Geld dieses uralte, völlig marode Hochrad von Opa Fock aus dem Nachbarhaus restaurieren lassen. Das macht dann 100 Mark Beraterhonorar. 100 Mark? Na gut, 200. Die Berater haben mir natürlich auch bei ihrer Selbstinszenierung geholfen. Da musste sie so lange üben, bis sie es drauf hatte wie ein Popstar. Berater, Berater sind teuer wie Sau. Die zahle ich als Kind und etwas ältere Frau.